Mein Name ist Franz Sobanski, ich komme vom Verein Zugpferd und möchte euch heute etwas über unser Roggenfeld am Geilen Berg in Mülheim erzählen. Drei Sachen möchten wir heute mit diesem Film erreichen. Zum einen möchten wir euch kurz den Roggen ein wenig näher bringen. Zum anderen möchten wir kurz Stellung nehmen, warum wir Flächen auf dem Geilen Berg gepachtet haben. Und zum guter Letzt und dritten möchten wir ein Quiz mit euch veranstalten, wo ihr was gewinnen könnt. So, ich fange mal mit dem zweiten an, warum wir diese Flächen auf dem Geilen Berg gepachtet haben. Mit diesen Flächen möchten wir zeigen, wie viel Fläche wir benötigen, um beispielsweise ein Brot zu backen. Also wie viel Kilo Mehl, wie viel Kilo Getreide wächst auf einen Quadratmeter. Hier kann man aber auch sehr anschaulich darstellen, wie viel Fläche wir für unsere beispielsweise Textilien brauchen. Also wie viel Quadratmeter benötige ich für ein T-Shirt, für eine Jeans. Wie viel Acker steckt in meiner Pizza? Welchen Flächenverbrauch hat mein Abendessen? Welchen das Morgenmüsli? Mit Kuh oder mit Sojamilch? All diese Fragen können wir anhand unserer Fläche gut darstellen und uns gut erarbeiten. Mit diesen Ackerflächen schaffen wir offene Lernsituationen für Kinder und Jugendliche, in denen sie sich Antworten selber erarbeiten können. So, und nun zurück zum Roggen. Der Roggen ist das Brotgetreide der Deutschen. Es werden etwa 4,5 Millionen Tonnen jedes Jahr in Deutschland angebaut und geerntet. Damit ist Deutschland Weltmarktführer im Roggenanbau. In Deutschland nimmt der Roggen jedoch nur den vierten Platz hinter Weizen, Gerste und Tritikale ein. Wir nehmen unseren Roggen in erster Linie als Brotgetreide. Mittlerweile ist unser Roggen auch geerntet. Das Feld ist leer oder die Felder sind leer. Und dann kommen wir langsam zu unserer Quizfrage, die wir gerne mit drei kleinen Preisen belohnen möchten. Der erste Preis wäre eine Einkaufstasche aus biologisch angebauten und fair gehandelten Leinen. Der zweite Preis ist ein ebenfalls biologisch angebauter und fair gehandelter Brotsack aus Leinen. Insbesondere bleibt da das Roggenbrot lange frisch drin. Und der dritte Preis sind so drei Geschirrtücher, ebenfalls aus Leinen. Und aus Leinen deshalb, weil wir der Meinung sind, Leinen ist wesentlich nachhaltiger und schont unsere Ressourcen mehr. Ja, zum Thema Leinen bzw. Leinen und Baumwolle werden wir hier an dieser Stelle auch nochmal Film reinstellen, dass ihr euch da so ein Bild machen könnt. Jetzt zu unserer Frage. Hier ist der Einsendeschluss am 18. August 2020. Bitte gebt uns Bescheid per Post als Briefmarke, Postkarte oder als E-Mail. Wie viel Zentner Roggen ernten wir auf diesen Acker, den ihr hier in der Bildmitte seht. Gebt uns kurz Bescheid und wir werden dann den ersten, den zweiten und den dritten Gewinner ermitteln und benachrichtigen und die Preise dann selbstverständlich auch übergeben. Ja, viel Spaß beim Mitmachen und wir freuen uns und sehen uns gerne wieder. Musik.